Stefan unterbricht meine Grübelei. Na, das mit dem Essen könnte wieder spannend werden, sagt er, während er ein bisschen ratlos in die Speisekarte schaut. Wir haben in den letzten beiden Tagen schnell gemerkt, dass tschechisches Essen eine fast noch größere Herausforderung ist als die tschechische Sprache, gerade bei den hochsommerlichen Temperaturen. Egal wo wir sind, es gibt Fleisch mit Fleisch an fleischgefüllten Fleischklößen. Bei jedem Bissen stirbt ein Fit-for-Fun-Redakteur. Das ist übrigens kein Witz hier. Also das sind die fleischgefüllten Fleischklöße und es hatte 37 Grad an dem Tag. Während ich im Zweifel immer noch mit einer Wurst vom Grill zurechtkomme, fallen die Mahlzeiten für meinen vegetarischen Mann sehr spärlich aus. Wir fragen also den Kellner, der ausnahmsweise mal nicht wegrennt und sich große Mühe gibt, mit uns auf Englisch zu kommunizieren. Gibt's hier irgendwas ohne Fleisch? Natürlich, sagt er und deutet auf die Karte, Spaghetti Bolognese. Dies? Ohne Fleisch? Ja klar, ganz ohne Fleisch. Gut, dann einmal die Grillplatte und einmal Spaghetti Bolognese. Der Kellner verschwindet. Zwei Minuten später taucht er wieder auf und wirkt zerknirscht. Ah, ich habe nochmal nachgefragt. Da ist wohl leider doch Fleisch drin. Nicht schlimm, sagt Stefan. Gibt's denn irgendwas ohne Fleisch? Er überlegt kurz. Wir könnten ein vegetarisches Gulasch machen. Okay, klingt toll, nehmen wir. Der Kellner verschwindet wieder. Ich schaue Stefan an. Du weißt aber schon, was jetzt kommt, oder? 15 Minuten später kaue ich auf einer deftigen Grillwurst im Speckmantel herum, während Stefan seine Gulaschbrühe löffelt. Das vegetarische Gulasch entpuppt sich wie erwartet als normales Gulasch, aus dem unser Kellner mit sehr viel Liebe zum Detail die Fleischbrocken herausgefischt hat. Ja, der Wille zählt. Stefans Gesicht nachzuurteilen macht der Wille allein aber nicht besonders satt.